um einen Überblick darüber zu bekommen, wie die einzelnen Transaktionen in unserem Modell ablaufen, wo die einzelnen Mittel herkommen, wie die Geldflüsse aussehen. Dafür brauchen wir einen kompakten Überblick. Und dieser kompakte Überblick wird bereitgestellt durch die sogenannten Social Accounting Matrizen. In denen werden nämlich alle Transaktionen in dem Modell gespeichert und die erlauben es uns zum einen, die Konsistenz des Modells sicherzustellen, also zu gucken, dass alle Flüsse, die von oder alle Geldflüsse, die irgendjemand bekommt, auch von irgendjemandem ausgehen. Und zum anderen erlauben sie uns auch, das Modell relativ gut zu den offiziellen Accounting-Daten zu matchen. Aktuell schauen wir uns eine sehr simple Social Accounting Matrix an, in der nur reale Größen stattfinden. Später, wenn wir auch finanzielle Größen betrachten, in der monetären Makroökonomik, da werden die auch besonders wichtig, weil gerade so dieses Verhältnis zwischen Guthaben und Verbindlichkeiten, dass die sich immer ausgehen müssen, ist ja ein zentraler Bestandteil der Makroökonomie. Und um da den Überblick zu behalten, sind diese Accounting-Matrizen extrem hilfreich. Und deswegen ist es eine gute Idee, sich jetzt schon damit auseinanderzusetzen, wo sie noch relativ einfach sind, um da das Grundprinzip zu verstehen. Dann ist es nämlich leichter, dann später diese relativ schnell sehr komplex werdenden Social Accounting-Matrizen auch ohne Probleme verstehen zu können. Ich habe euch hier eine Accounting-Matrix mal mitgebracht als Beispiel, die sozusagen das Modell, so wie wir es bisher, oder das Modell unserer Produktion, darstellt. Und ich würde jetzt einfach Schritt für Schritt durch diese Accounting-Matrix mal durchgehen. Hier oben sehen wir die Output-Identität, also quasi alle möglichen Nutzungen für den Output, der in der Ökonomie produziert werden kann. Wichtig hierbei ist, das ist vielleicht erstmal ein bisschen intuitiv, wir unterscheiden hier zwischen Arbeiterinnen, Kapitalistinnen und Firmen. Ja, also die Firmen korrespondieren hier zu den Managerinnen als dritter Akteur in unserem Modell. Wir betrachten hier aber eben nicht die Managerinnen, sondern die Firmen. Und die tauchen auch hier auch bei der Einkommensidentität, wo eben dargestellt wird, wo das Einkommen der einzelnen Klasse herkommt, also das Einkommen der Arbeiter, der Kapitalisten und der Firmen. Entsprechend werden in diesen Zeilen, also in dieser Ebene hier, werden die Einkommen dargestellt. Und was jetzt hier vielleicht erstmal ein bisschen unintuitiv ist, ist hier, dass die Bruttoprofite den Firmen zugeordnet werden. Wenn man sagt, die Bruttoprofite, die entstehen erstmal bei den Firmen. Und dementsprechend werden die auch den Firmen erstmal zugerechnet. Und wir sehen dann dementsprechend hier in dieser Spalte, sehen wir die gesamten, sozusagen die möglichen Verwendungszwecke von dem Output, die wiederum woanders als Einkommen angegeben werden. Und das sind ja, wir wissen ja quasi hier aus der Definition vorher, dass aktuell in unserer Volkswirtschaft der Output aus den Bruttoprofiten und den Löhnen besteht. Und demzufolge sehen wir jetzt hier auch in sehen wir hier in dieser Spalte auf der einen Seite hier die Bruttoprofite, die wie gesagt erstmal den Firmen zugeordnet werden und hier die Löhne, die wie gesagt als Einkommen der Arbeiterinnen berechnet werden. Und wir sehen dann hier, wenn wir hier die Spalte jeweils nach drüben gehen, dass wir hier in der Summe eben den Gesamteinkommen der Arbeiter haben. Das Gesamteinkommen ist quasi der Teil der Produktion, die den Löhnen zugerichtet wird. Das Gesamteinkommen der Firmen sind die Bruttoprofite. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, okay, was ist mit den Kapitalisten? Die Kapitalisten haben ja auch Einkommen. Ja, das stimmt. Die Kapitalisten, deren Einkommen ist ebenfalls hier, sind die Bruttoprofite. Aber diese Bruttoprofite bekommen sie quasi von den Firmen. Also das heißt, die Bruttoprofite entstehen hier bei den Firmen, aber sie werden dann weitergegeben zu den Kapitalisten. Ja. Diesen Teil werden wir uns jetzt gleich nochmal genauer angucken. Worauf ich Sie aber jetzt hier an dieser Stelle schon aufmerksam machen möchte, ist hier, dass Ihnen vielleicht auffällt, dass die Spalten und Zeilen Summen. Ja. Dass die jeweils gleich sind. Und das ist eine zentrale Eigenschaft von diesen Social Accounting Matrizen. Die Zeilen und Spaltensummen sind identisch und das korrespondiert ja zu dem, was Sie auch in der Veranstaltung zur wirtschaftlichen Gesamtanalyse gelernt haben.
nämlich dass wir den Value Added entweder über die Einkunftsseite oder Ausgabenseite messen können. Und das korrespondiert eben hier in den Social Accounting Matrizen dazu, dass die Spalten und Summen, die Spalten und Zeilensummen identisch sein müssen. Und das ist immer so ein guter Check zu gucken, ob man die Matrix wirklich richtig ausgefüllt hat, indem man nämlich überprüft, ob die Spalten gleich die Zeilensummen sind. Aber jetzt als nächstes wollen wir uns hier mit diesem Teil in der Mitte nochmal ein bisschen genauer auseinandersetzen, weil da werden Sie jetzt vielleicht sagen, okay, das wundert mich, ich verstehe das hier, die Einkommen hier, aber dass man sagt, okay, die Bruttoprofite sind den Firmen zugerichtet, aber hier in der Mitte, dieser Punkt, der ist noch ein bisschen unklar. Ja, und deswegen wollen wir uns das jetzt hier quasi nochmal auf der nächsten Slide angucken. Hier, dieser Teil in der Mitte, der gibt nämlich Infos darüber, wie die einzelnen Agenten ihr Einkommen verwenden. Ne? Hier ist es eben so, die Arbeiterinnen, die konsumieren. Wir haben schon gesagt, dass die Arbeiterinnen ihr gesamtes Einkommen konsumieren. Ja, das sehen wir hier, das CW. Das CW korrespondiert quasi zu ihrem gesamten Einkommen. Also sie konsumieren sozusagen alles. Und die Kapitalisten, die konsumieren und die sparen. Deswegen, wenn wir uns später auch, wenn wir uns den Haushaltssektor anschauen, haben wir bei den Arbeiterinnen kein Problem, weil die konsumieren alles von dem, was sie einnehmen. Bei den Kapitalistinnen haben wir hier das Problem, dass sie ihre Einkünfte aufteilen zwischen dem Konsum und dem Sparen. Und diese Entscheidung zwischen Konsum und Sparen, die müssen wir explizit modellieren und das ist gar nicht so einfach. Aber wie gesagt, die Kapitalistinnen, also die konsumieren und die sparen. Und bei den Firmen, da kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt. Die Firmen, die leihen sich das Kapital sozusagen von den Kapitalisten. Das hatten wir ja auch bei der Betrachtung von den Managerinnen schon gesehen. Also sie bekommen das Kapital von den Kapitalistinnen, aber sie geben dann die Profite sozusagen komplett an die Kapitalistinnen ab. Das heißt, wenn wir uns die Ausgaben angucken, die Ausgaben der Firmen sind quasi die Profite, die sie dann weitergeben an die Kapitalistinnen. Das heißt, hier diese Profite, die entstehen zwar bei den Firmen, aber sie werden dann von den Firmen komplett ausgegeben, in dem Sinne, dass sie an die Kapitalistinnen weitergegeben werden. Dann als nächste Spalte, das ist vielleicht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig. Hier sehen wir die Spalte für das Bruttoinvestment und dieses Bruttoinvestment hilft uns zu verstehen, wie das Investment tatsächlich finanziert wird, also wo das Investment eigentlich herkommt. Ja? Und das Investment kommt hier auf der einen, also bei der Frage, wie der Output verwendet wird, sehen wir eben hier, dass das Investment verwendet wird, quasi zur Differenz des Kapitalstocks positiv und eben und zum Ausgleich der Abschreibung, also der Abnutzung des Kapitals. Also das sind sozusagen die Quellen des Investments. Und hier unten in dieser blau markierten Zeile, da sehen wir die Quelle der einzelnen Flüsse, ne? Wobei die positiven, also quasi die Quellen als positive Zahlen dargestellt werden und die Verwendung mit negativen darstellen. Und deswegen sehen wir hier auch genau diesen Wert hier oben mit einem negativen Vorzeichen, weil ja quasi das Investment dazu verwendet wird, sozusagen den Kapitalstock wachsen zu lassen, beziehungsweise die Abnutzung auszugleichen. Die Quelle hierfür ist, sehen wir dann eben hier, die ist nämlich im Sparen. Ja? Also hier haben wir ein positives Vorzeichen und dieses Sparen korrespondiert dann eben zur Verwendung, zu den Investment, also zu dem Aufrechterhalten bzw. dem Erweitern des Kapitalstocks. Schauen Sie sich das oder schaut euch das nochmal ganz genau an. Das Kernprinzip ist quasi, die Zeilensummen müssen gleich den Spalten sein. Hier oben sehen wir die Verwendungen der Gesamtproduktion in den einzelnen Spalten. Hier sehen wir, wie die einzelnen Klassen ihr Einkommen ausgeben. Hier haben wir die Gesamteinkommen und wenn Sie das dann jeweils aufsummieren, dann müssen Sie bei den Zeilen und Spalten beim gleichen rauskommen.
Und hier bei dem Investment verwenden wir eben diese Spalte, um zu verdeutlichen, wie das Investment finanziert wird, indem wir nämlich hier oben quasi das Investment als positive Größe darstellen und dann hier in den einzelnen Zeilen angeben, wo das Investment tatsächlich herkommt, was dann eben hier wiederum bei den Ausgabenzeilen auch mit einer entsprechend positiven Wert einhergehen können. Und hier sehen wir eben, dass die Ursache des Investments in Sparen ist. Das Sparen steht hier bei der Ausgabenseite ausschließlich bei den Kapitalistinnen. Das heißt, wir sehen hier quasi, das Investment hier oben wird vollständig finanziert durch das Sparen der Kapitalistinnen. Auch wenn es jetzt erstmal unintuitiv aussieht, ist diese Social Accounting Matrix verhältnismäßig simpel. Ja? Je realistischer das Modell, desto komplexer wird das Ganze. Also stellen Sie sich vor, wir haben jetzt hier zum Beispiel den Fall, dass nicht nur die Kapitalistinnen sparen, sondern auch die Haushalte, dass wir vielleicht noch einen Bankensektor haben, dass es verschiedene Assets gibt, die Agentinnen ihr Vermögen anlegen können. Dann wird das Ganze hier natürlich deutlich größer. Aber wenn man das Grundprinzip erstmal verstanden hat, dann sind auch diese größeren Matrizen eigentlich recht gut zu lesen. Ergänzen wollen wir die Social Accounting Matrizen noch durch die sogenannten Balance Sheets. In den Balance Sheets nehmen wir jetzt eine Perspektive ein, die direkt auf die einzelnen Agententypen guckt. Ja? Und in den Balance Sheets stehen sozusagen die Aktiva und die Passiva der einzelnen Agenten, also die Assets und die Verbindlichkeiten oder die Assets und Liabilities. Dabei gilt, dass der Wohlstand eines jeden Agenten gleich der Aktiva minus der Verbindlichkeiten sind oder Aktiva minus der Passiva sich dementsprechend wird es häufig so dargestellt, dass wir hier die Aktiva auf die eine Seite haben, dann haben wir hier diesen Strich. Manchmal wird dafür auch ein Ist-Gleich verwendet, aber der Strich ist eigentlich deutlicher, also der korrespondiert quasi zu dem, was man auch jetzt bei so einem normalen Balance Sheet sehen würde. Und auf der anderen Seite stehen dann eben die Verbindlichkeiten und per Konvention der Nettowohlstand. Ich möchte da jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, weil wir ja die Buchhaltung in der Vorlesung zur Wirtschaftsgeschichte schon relativ ausführlich besprochen haben. Im Zweifelsfall können Sie da ja auch einfach nochmal nachgucken. Wichtig zu verstehen ist, dass im Moment haben wir eigentlich nur eine Art des Assets, ja, das ist das Kapital, und wir haben eigentlich keine Verbindlichkeiten, weil in unseren Modellen gibt es noch keine Kredite. Ja, zum Beispiel, das kommt dann, wenn wir es später ergänzen. Entsprechend gilt auch, dass der gesamte Nettowohlstand zurückzuführen ist auf das Kapital der Kapitalistinnen. Und das macht das Ganze natürlich relativ einfach. Aber Sie können sich vorstellen, diese Kombination zwischen Social Accounting Matrix und Balance Sheets wird recht schnell komplex, wenn es darum geht, herauszufinden, wer eigentlich den Wohlstand anderer finanziert, beziehungsweise wer sich verschuldet dafür, dass andere Nettowohlstand akkumulieren können. Das ist ja das Grundprinzip, was Sparen und Investieren und Vermögensbildung zugrunde liegt. Aber damit werden wir uns genauer beschäftigen, wenn wir beim Teil mit der monetären Makroökonomik angekommen sind. An dieser Stelle wollen wir nicht tiefer in die Balance Sheets eintauchen, sondern nur nochmal feststellen, dass die Balance Sheets eben dafür geeignet sind, Bestände in der Ökonomie darzustellen, also sogenannten Stocks, und die Social Accounting Matrix eben dazu geeignet ist, Flüsse darzustellen zwischen den einzelnen Agententypen. Und das Schöne ist, dass wenn wir beide haben, dass wir dann wirklich ein vollständiges Bild darüber haben, was in der Ökonomie, die wir modellieren wollen, darstellen wollen. Und wir sehr gut darstellen können, was in unserem Modell eigentlich abläuft. Und das Ganze ist zentral für das sogenannte Stockflow-Consistent-Modeling, also das Modellieren, was wirklich als Kernelement die Konsistenz dieser Social-Accounting-Matrizen annimmt. Und gerade in der Makroökonomie gilt es eigentlich, dass man sagen würde, jedes Modell, was in sich konsistent ist, sollte auch tatsächlich Stockflow-konsistent sein. Das heißt, wenn Sie sich die Mühe machen, die einzelnen Flüsse und Größen eines Modells in einer Social Accounting Matrix und Balance Sheets aufzuschreiben, dann sollte das Ganze auch konsistent sein. Und das ist ein guter Check für die Modellverifikation. Also Rückbezug auf Veranstaltung 1, Verifikation, Check, dass das Modell wirklich das macht, was es tut und dass es in sich konsistent ist. Dafür sind diese Social Accounting Matrizen und Balance Sheets ein ganz wichtiges Element.
Ja, und damit kommen wir dann jetzt auch zur zweiten großen Frage. Ich hatte ja am Anfang schon angekündigt, sozusagen die beiden großen Punkte für den Produktionssektor. Die sind zum einen die Einleitung der Social Accounting Matrizen. Das haben wir jetzt schon gemacht. Und das zweite große Frage ist die Beschäftigung mit der Wahl der Produktionstechnik. Also dieser Wahl, die ja durch die Managerin der Firmen am Anfang jeder Periode durchgeführt werden muss. Jede Produktionstechnik, die wir entweder hier, die wir definieren durch diese Triple, wo am Anfang hier entweder die Kapitalintensität oder die also Kapitalintensität gegeben sein muss. Jede dieser Produktionstechniken steht ja für eine Art aus Arbeit und Kapital den Output herzustellen. Sie korrespondiert dementsprechend auch zu ihrem eigenen Lohn-Profit-Plan. Diese Lohn-Profit-Pläne, die hatten wir ja in der letzten Veranstaltung ausführlich kennengelernt. Mal haben wir diese Diagramme mit dem Lohn auf der einen und dem Profit auf der X-Achse. Und die Steigung hier korrespondiert eben zu der Kapitalintensität, das heißt der Kapitalausstattung pro Arbeiter. Und hier jetzt mal als Beispiel, hier haben wir jetzt eine Technologie 1, die gegeben ist, eben durch dieses Triple hier, und hier Technologie 2, die gegeben ist durch das andere Triple. Hier sehen wir, dass die Steigung hier eben minus K2 ist. Und das sind jetzt zwei verschiedene Arten und Weisen aus also aus Kapital und Arbeit den Gesamtoutput zu produzieren. Und hier steckt jede Menge Informationen drin. Insbesondere zeigt diese Darstellung, wie viel Profit bei gegebenem Lohn und durch diese Produktionstechnik möglich ist. Und das heißt, wir können hier quasi gucken, welcher Punkt auf der X-Achse, also hier der Profite, korrespondiert auf der Y-Achse zu dem jeweiligen Lohn. Wir wissen, dass hier unten der Abschnitt, also wo der Lohn gleich 0 ist, dass wir hier bei der Kapitalproduktivität, also beim Rho sind. Das heißt, dann würde ja wirklich alles, was an Mehrwert geschaffen wird, durch das Kapital, würde dann den Kapitalisten in Form des Profits zugehen. Das heißt, hier der X-Achsenabschnitt gibt immer an oder korrespondiert immer mit der Kapitalproduktivität. Der Y-Abschnitt hier korrespondiert immer zum Gesamtoutput pro Arbeiter, da wir hier auch den Lohn, den Reallohn haben, der sich auf die einzelnen Arbeiter bezieht. Das heißt, hier auf der Y-Achse würde das zu keinerlei Profiten korrespondieren. Der Kapitalstock würde konstant abgenutzt, dann auch werden. Und hier würde eben die Gesamtproduktion, oder der gesamt geschaffene Mehrwert den Arbeiterinnen, zugute gehen. Oder zugutekommen. Und dann können wir ansonsten hier eben zu jedem Lohn können wir gucken. Also für diesen Lohn hier zum Beispiel, als Beispiel könnte man jetzt gucken, wenn man die Produktionstechnik 2 verwendet, dann kämen wir hier bei diesem Profit raus. Und wenn wir Produktionstechnik 1 verwenden würden, dann kämen wir hier bei einem größeren Profit raus, ne? Also das heißt, wir können für jede Lohnhöhe jeweils gucken, was die entsprechenden Produktionstechniken für einen Profit erlauben. Und daraus, das erlaubt uns dann eben auch diese Produktionstechniken zu vergleichen. Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, welche dieser Produktionstechniken ist besser, beziehungsweise welche wird verwendet. Besser hängt natürlich immer von Ihrer Perspektive ab. Nehmen Sie die Perspektive der Arbeiter an oder der Kapitalistin. Wir wissen ja, dass diejenigen, die Produktionstechnik auswählen, die Managerin, dafür sorgen, möglichst großen Profit zu bekommen, damit sie quasi das Kapital von den Kapitalistinnen bereitgestellt werden. Das heißt, zu gegebenem Lohn würden sie die Technik wählen, die den maximalen Profit gibt. Das heißt, in diesem Fall würde bei niedrigen Löhnen, also hier unten, würde man dann eben eher Technik 1 nehmen, weil bei niedrigen Löhnen eben wir bei Technik 1 hier weiter rechts sind. Das heißt jetzt hier für diesen Lohn hätten wir mit Technik 1 hätten wir diesen Profit, während wir bei Technik 2 diesen Profit hätten.
und relativ klar ist, dass er jetzt hier V1 größer ist als V2. Das heißt, für diese niedrigen Löhne wäre es auf jeden Fall besser, die Technik 1 zu nehmen. Wenn wir jetzt hier einen relativ hohen Lohn hätten, nehmen wir als Beispiel hier, dann hätten wir mit Technik 1 diesen Profit, mit Technik 2 hätten wir diesen Profit, und auch hier ist jetzt relativ deutlich, V4 ist größer als V3, das heißt, in diesem Fall wäre es dann besser, die zweite Produktionstechnik zu nehmen. Und eine schöne Darstellung, die quasi für jeden Lohn sozusagen die bestmögliche Technologie angibt, ist diese sogenannte Effizienzgrenze. Die Effizienzgrenze malt man nicht für einzelne Produktionstechniken, sondern für eine ganze Technologie, und sie gibt immer den Wert der besten Technik an. Das heißt hier, das ist immer das, was ganz links oben sozusagen ist, also wenn Sie Linien markieren wollen, die möglichst weit links oben sind, dann kommen Sie sozusagen auf diese Effizienzgrenze, und Sie sehen auch, es gibt hier diesen Punkt A. Das ist quasi der Punkt, wo der Profit beim Lohn gleich ist. Also da, das ist der sogenannte Switchpunkt. Da macht es quasi keinen Unterschied bei dieser Lohnhöhe, welche Technik gewählt ist. Und profitmaximierende Managerinnen wählen immer eine Technik auf der Effizienzgrenze. Denn wenn sie eine Technik nicht auf der Effizienzgrenze wählen würden, würde es bedeuten, dass sie durch Änderung der Technik höhere Profite erzielen könnten. Weil es ganz viele Managerinnen gibt, wird es irgendjemand anders mit Sicherheit gemacht haben. Diese Manager würde dann von den Kapitalisten bevorzugt werden, und dementsprechend würden andere Kapitalisten dieses Verhalten dann nachmachen, weswegen wir grundsätzlich davon ausgehen, dass alle Managerinnen immer eine der profitmaximierenden Techniken nehmen, also einer der Techniken auf der Effizienzgrenze. Hier diese Darstellung, die haben wir uns jetzt für zwei Techniken angeguckt. Funktioniert für beliebig viele Techniken, auch wenn Sie jetzt eine Technologie mit 1000 Techniken hatten, dann könnten Sie das genauso machen. Und das zentrale Element ist hier eben, dass die Managerinnen für jeden gegebenen Lohn immer die Technik wählen, die auf der Effizienzgrenze liegt. Ein verwandtes Konzept ist die sogenannte Produktionsfunktion. Die Produktionsfunktion ist vor allem in der neoklassischen Wachstumstheorie weit verbreitet. Da ist es ja so, dass Kapital selbst auch produktiv ist. Es ist so ein bisschen eine Debatte zwischen klassischen und neoklassischen Ökonomen, ob Kapital quasi nur dafür da ist, dass die Arbeiter mit Kapital ausgestattet werden und dann produktiv sind, oder ob Kapital selbst auch produktiv ist. Das werden wir dann später, wenn wir uns konkrete Wachstumsmodelle anschauen, nochmal angucken. Aber der Kern der Produktionsfunktion, was den Kern ausmacht, ist, dass sie für jede Kombination von N und K, also für Arbeiter und Arbeit und Kapital, den entsprechenden Output angibt. Ja, das heißt, wir haben eine Funktion, die hier den Gesamtoutput hat, die als Input K und N nimmt und das in einen funktionalen Zusammenhang bringt. Grundsätzlich nimmt man hier auch wieder konstante Skalenerträge an, und in dem Moment, wo man konstante Skalenerträge annimmt, repräsentiert eine Produktionsfunktion genau eine Technologie, und wir können quasi aus diesem Ausdruck hier für die Gesamtproduktion auch das klein x, das heißt den Output pro Arbeiterin, herleiten. Wie können wir das machen? Wir wissen ja, dass klein x ist groß x geteilt durch n. Das heißt, was wir machen können, wir können einfach hier oben diese Funktion nehmen, und weil wir jetzt ja mit konstanten Skalenerträgen zu tun haben, können wir sagen, wenn wir den Gesamtoutput durch etwas teilen, dann können wir erhalten wir das gleiche Ergebnis, wenn wir die einzelnen Inputs auch durch diesen Wert teilen. Also das funktioniert jetzt hier. Das heißt, wir teilen einfach die beiden Inputs durch n. Dieser Schritt hier, der funktioniert nur, weil wir konstante Skalenerträge annehmen können. Ansonsten würde das nicht gelten. Ja? Also weil konstante Skalenerträge sagen ja doppelter Input, doppelter Output.
halber Input, halber Output. Und nur deswegen können wir quasi diese Umformung hier machen, weil wir das annehmen, dass das so ist. Das ist nicht notwendigerweise so. Das ist eine Annahme, die uns hier das Rechnen erleichtert. Und das erleichtert es insofern auch, als dass wir, jetzt habe ich mich hier verschrieben, das ist natürlich n durch n. Das erlaubt uns dann halt quasi hier auch quasi das zu kürzen, so dass jetzt hier dann eben da steht f von k durch n und 1, ja, was korrespondiert zu f von klein k und 1. Und das ist eben auch definiert als die sogenannte intensive Produktionsfunktion, also die Produktionsfunktion, wo wir den Arbeitsinput auf 1 normiert haben und wir dann eben nur noch mit dem kleinen k rechnen. Das ist der sogenannte produktive, ist die sogenannte produktive Produktionsfunktion. Und die wird auch eben sehr häufig verwendet, weil sie eine sehr schöne auch 2D-Darstellung des Zusammenhangs zwischen Profitrate und Lohn in der Produktionsfunktion erlaubt. Das Schöne an der Produktionsfunktion ist, dass wir relativ viel daraus ableiten können. Wenn wir es mit einer Produktionsfunktion zu tun haben, die stetig und differenzierbar ist, das heißt, die sozusagen so relativ smooth aussieht, könnten wir sagen, das heißt, wo ganz viele Produktionstechniken drin sind, dann gilt, dass die dadurch repräsentierte Technologie unendlich viele Techniken hat. Einfach dadurch, dass wir quasi diesen weichen Zusammenhang haben. Das heißt, wir können ganz fein sozusagen die Technik auswählen, um den maximalen Profit für jeden gegebenen Lohn bekommen. Aus der daraus resultierenden Effizienzkurve ist jeder einzelne Punkt ein sogenannter Switchpunkt, was das Rechnen enorm erleichtert. Und dadurch, dass wir eben so fein sozusagen die Technik für den passenden Lohn auswählen können, gilt auch, dass ein kleiner Anstieg vom Lohn auch zu einer leicht kapitalintensiveren Produktionstechnik führt und eine leichte Abschwächung oder ein leichtes Sinken vom Lohn eben zu einer leicht arbeitsintensiveren Produktionstechnik führt. Ja, dadurch, dass es eben unendlich viele Techniken gibt, können wir unglaublich fein einstellen, wie die Technik auf den entsprechenden Lohn angepasst werden wird. Und das ist jetzt natürlich für die neoklassische Theorie besonders wichtig. Wir können quasi die profitmaximierende Technik identifizieren, indem wir uns hier ein folgendes Maximierungsproblem angucken. Ja, das heißt, man kann sagen, der Lohn korrespondiert hier zur Änderung im Output bei einer Änderung von der Beschäftigung. Und das können wir berechnen, indem wir hier die Produktionsfunktion, indem wir die ableiten nach Änderung im Arbeitsinput. Ja, und dieser Ausdruck, wenn Sie vielleicht wiedererkennen, das ist das marginale Produkt der Arbeit. Ja, also das, wie sich quasi der Gesamtoutput ändert, wenn wir ein ganz kleines bisschen an der Arbeit ändern. Das heißt, hier korrespondiert das marginale Produkt der Arbeit korrespondiert zum Lohn. Und das Gleiche gilt übrigens auch für das Kapital. Also das marginale Produkt von Kapital korrespondiert hier zur Profitrate. Und dieses Zusammenfallen von marginalen Produkten und marginalen Produkten der Produktionsfaktoren zu ihren Faktorpreisen ist natürlich innerhalb der neoklassischen Theorie extrem attraktiv. Und deswegen kann man da eben das Entscheidungsproblem der Managerin eben darstellen als Maximierungsproblem. Und dieses Maximierungsproblem dahingehend lösen, dass man die Löhne bzw. Profite gleichsetzt mit den jeweiligen marginalen Produkten der Faktoren, die man dadurch bekommt, dass man die Produktionsfunktion ableitet. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass das Ganze hier stetig und differenzierbar ist. Wenn es nicht differenzierbar ist, können wir es nicht ableiten, dann können wir die marginalen Produkte nicht herleiten, dann hätten wir da nichts. Und wenn es nicht stetig ist,
Da bedeutet es nicht, dass eine kleine Änderung im Lohn einhergeht mit einer kleinen Änderung in der Produktionstechnik, sondern vielleicht zu einer ganz großen Änderung. Ja, deswegen sind diese Annahmen hier wichtig, um unten diese Ergebnisse zu bekommen. Extrem attraktiv innerhalb der neoklassischen Theorie wird auch darüber hinaus verwendet, geht aber natürlich mit sehr starken Annahmen an die Produktionsfunktion einher, die aber nichtdestotrotz sehr häufig gemacht werden. Ja. Und wir haben das schon, Sie haben das bestimmt schon in Veranstaltungen von vorher gesehen, dass eben diese Gleichsetzung von marginalen Produkten und Faktorpreisen eine zentrale epistemologische Rolle in der Neoklassik darstellt. Vielleicht noch ganz kurz, damit Sie es einfach ein bisschen besser wissen, wie man da hinkommt, zu dieser Gleichsetzung vom Lohn mit Faktorpreis, wie man das herleitet. Wir können uns dazu einfach mal die Definition von den Profiten anschauen. Die Profite sind folgendermaßen definiert, also logisch gesehen hier, dass wir hier den Gesamtoutput haben und alles, was nicht für die Zahlung von Löhnen verwendet wird, ist eben Teil der Profite. Anders ausgedrückt können wir hier auch die Kapitalintensität multiplizieren mit der Profitrate. Und dadurch, dass ja jetzt hier dieser Gesamtoutput, den können wir ja auch darstellen durch unsere Produktionsfunktion. Ja? Das heißt, wir können den Gesamtprofit berechnen, indem wir den Wert der Produktionsfunktion nehmen hier und davon eben abziehen, was die Wage Bill, also das, was quasi an Gesamtlöhnen gezahlt wird. Und das Prinzip ist eben hier, dass wir jetzt für eine gegebene Menge an Kapital die Menge an Arbeit wählen, dass der Profit maximiert wird. Wie würden wir diesen Profit maximieren? Wir würden, also das hier ist die Ausgangsvariable, wir möchten diesen Profit maximieren und wir möchten ihn maximieren, indem wir was drehen, woran? An der Beschäftigung. Machen wir uns jetzt, was hier oben steht, zunutze. Wir leiten also die Produktionsfunktion, die leiten wir ab nach dem Grad der Beschäftigung, weil ja die Menge an Arbeit gewählt werden soll. Wir leiten eben auch diesen Ausdruck hier, bn, leiten wir ab nach n. Das hier ist relativ klar, das ergibt 1. Das heißt, das hier ergibt nicht 1, das hier ergibt W. Und das heißt, wir haben es jetzt hier eigentlich zu tun mit der Ableitung von der Produktionsfunktion nach N. Das ist das marginale, diese Ableitung hier, das ist ja das marginale Produkt der Arbeit. Wir ziehen davon dann den Lohn ab. Und weil es ja ein Maximierungsproblem ist, setzen wir das Ganze dann gleich 0. Ja? Und daraus ergibt sich, wenn wir dann den Lohn hier rüberziehen, dann kommen wir zu diesem Ausdruck hier, nämlich, dass der Lohn korrespondiert zum marginalen Produkt der Arbeit. Und die resultierende Technik liegt dann eben, wie das bei solchen Produktionstechniken ist, auf jeden Fall auf einem Switchpunkt. Und wenn Sie sich jetzt nochmal genauer anschauen wollen, wie dieses Maximierungsproblem gelöst hat, dann vertröste ich Sie mal auf das, was wir uns im Haushaltssektor angucken. Da lernen wir nämlich, wie man solche Maximierungsprobleme generell löst. Ich möchte dann jetzt abschließen diesen Teil zur Produktions, zum Teil der Wahl der Technologien oder der Techniken, indem ich nochmal darauf hinweise, dass das hier eine rein epistemologische Herangehensweise ist. Ne? Also zentraler Mechanismus, der da abgeht, ist nicht dieses Gleichsetzen von den marginalen Produkten, und den Faktorpreisen, sondern die Wahl der profitmaximierenden Technik gegeben dem Reallohn. Das ist deswegen wichtig, weil wir es ja nicht immer mit unendlich vielen Produktionstechniken zu tun haben. Das heißt, manchmal können wir quasi dieses marginale Produkt der Arbeit gar nicht richtig berechnen. Aber wir finden auf jeden Fall immer eine profitmaximierende Technik. Also wir finden immer, gegeben dem Lohn, sehen wir immer eine Technik, die da den Profit maximiert. Das funktioniert immer. Das Gleichsetzen von Faktorpreisen und marginalen Produkten funktioniert nicht immer, aber das Raussuchen der Technik, die den höchsten Profit gegeben dem Lohn gibt,
Das funktioniert auf jeden Fall immer. Wir können uns das hier auch in der Darstellung nochmal genauer angucken. Wir gehen hier immer aus von einem gegebenen Lohn. Ja, dieser Lohn, den sehen wir hier. Dieser Lohn determiniert dann, welche Produktionstechnik gewählt wird. Ja, es ist nämlich die Produktionstechnik, die sozusagen hier am weitesten links oben liegt. Ja, also wir nehmen quasi die Produktionstechnik, die wir gerade noch so erreichen, wenn wir hier eine Linie von dem Lohn ziehen. Aus dieser Produktionstechnik ergibt sich dann auch der entsprechende Profit. Und wenn wir dann den Wachstumsverteilungsplan zeichnen, der zu dieser Produktionstechnik funktioniert, also quasi die Tangente hier an diese Produktionstechnik anlegen, dann bekommen wir auch Informationen über das kleine x und über die Kapitalproduktivität, die mit dieser Produktionstechnik einhergeht. Und das können wir dann auch verwenden, um quasi diesen Gesamttrade-off zwischen Investitionen und Konsum zu analysieren. Wir können dann nämlich zum Beispiel auch gucken, welcher Konsum hier zu dieser Produktionstechnik korrespondiert. Das heißt, da sehen Sie, wie sich diese Konzepte, die wir das letzte Mal verwendet haben, hier tatsächlich anwenden können, um halt weitere Variablen aus dem entsprechenden Zusammenhang ableiten zu können. Und in demzufolge möchte ich jetzt diese Betrachtung der Wahl der Produktionstechniken abschließen. Ne? Zentraler Mechanismus nochmal ist die Wahl der profitmaximierenden Technik. Herangehensweise ist immer so, Sie bekommen als Ausgangspunkt einen gewissen Lohn. Dieser Lohn determiniert die Produktionstechnik und von dieser Produktionstechnik leiten Sie dann alle anderen Variablen ab.